Wie weit die Preisspirale 1964 in die Höhe schnellte, errechnete jetzt das Statistische Landesamt. Um 2,9% insgesamt stiegen die Lebenshaltungskosten. Die größte Preiserhöhung ist bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu verzeichnen. Um 6,7% lagen die Fahrpreise 1964 höher als im Vorjahr 1963. Die zweite Stelle in der Statistik nehmen die angestiegenen Mieten ein. Um 5,7% sind die Ausgaben für Wohnungen in die Höhe geklettert. Den dritten Platz in dieser Gruppe der Spitzenreiter halten die Friseurpreise mit 5,4% Erhöhungen. Auch die Ausgaben, die in der Rubrik Bildung und Unterhaltung registriert wurden, kletterten aufwärts. Der Normalverbraucher hatte für derartige Anschaffungen 1964 3,8% mehr zu zahlen als 1963. Und 3,3% mehr mussten auch für Artikel, die der Reinigung und Körperpflege dienen, ausgegeben werden. Ebenfalls um 3,3% stiegen die Preise für Gesamtbekleidung, Ober- und Unterbekleidung, Schuhe und Strümpfe. Ein verhältnismäßig überraschendes Ergebnis nach den vielen Debatten um Lebensmittelpreiserhöhungen. Nur um 3% lagen die Ausgaben 1964 für die gesamten Lebensmittel höher als 1963. Den letzten Platz in der Statistik nimmt der Preisanstieg für Möbel mit 2,3% ein. Und unter der Rubrik Gesamter Hausrat ist eine Verteuerung von 1% vermerkt. Hoffen wir, dass 1965 der Normalverbraucher nicht noch tiefer in die Tasche greifen muss.